Na, Karl. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich war heute Morgen beim Streik der Ryanair-Beschäftigten. Weil die Ryanair-Beschäftigten, die streiken heute für Tarifverträge und für die Einhaltung von Arbeits- und Streikrechten. Und ihnen gilt unsere Solidarität und unsere Unterstützung, weil sie sich vollkommen zu Recht wehren gegen das, was dieser Konzern mit seinen Beschäftigten macht, liebe Freundinnen und Freunde. Und heute haben wieder Piloten und Flugbegleiter gemeinsam gestreikt. Und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas, in Spanien, in Italien, in den Niederlanden, in Belgien. Und ich finde, so geht internationale Solidarität, so kann man einen international agierenden Konzern in die Knie zwingen und zeigen, dass sich Beschäftigte auch grenzüberschreitend wehren und für ihre Rechte kämpfen. Und dieser Streik ist auch deshalb so wichtig, weil diese Beschäftigten nicht nur für sich selber kämpfen. Nein, sie kämpfen für alle Menschen in diesem Land, die von Niedriglöhnen, von Sozialdumping und von solchen Schweinereien betroffen sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie breite Unterstützung erfahren. Und viele dieser Beschäftigten sind befristet beschäftigt und sie wurden im Vorfeld massiv eingeschüchtert und unter Druck gesetzt. Und umso großartiger ist es, dass sie den Mut haben, erneut in den Streik zu treten. Und wir müssen deutlich machen, das Streikrecht ist ein Grundrecht. Und Ryanair muss es akzeptieren und wir werden an der Seite der Beschäftigten stehen, um das Grundrecht auf Streik zu verteidigen, liebe Freundinnen und Freunde. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen Milliarden Gewinne macht und gleichzeitig seinen Beschäftigten Tarifverträge verwehrt. Und ich will eins nur anmerken, dass die Parteien, die immer CDU und FDP, die immer gesagt haben, der Flughafen müsste ausgebaut werden wegen der vielen guten Arbeitsplätze. Von diesen Parteien war heute Morgen, als es um diese guten Arbeitsplätze ging, niemand zu sehen. Und das zeigt auch, wie instrumentell dieses Argument ist und dass es wichtig ist, dass wir an der Seite der Streikenden stehen und deutlich machen, dass sie eben im Recht sind und dass ihre Forderungen, die Forderungen von Verdi, vollkommen berechtigt sind, weil diese Beschäftigten mehr verdienen und nicht derart ausgebeutet werden müssen. Der Ministerpräsident sagt, und das plakatiert er ja auch, es gebe in Hessen so viele Arbeitsplätze wie nie zuvor. Was er aber nicht sagt, ist, dass auch so viele Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten wie nie zuvor, nämlich 500.000. Und immer mehr Beschäftigte arbeiten in befristeten Verträgen und in der Leiharbeit. Wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten und aufstocken müssen, ihren Kindern sagen müssen, dass ein Kinobesuch, ein Ausflug oder ein Eis nicht drin ist, wenn Rentnerinnen und Rentner gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil ihre Rente zum Leben nicht reicht, und wenn jedes fünfte Kind in diesem Land in Armut lebt, liebe Freundinnen und Freunde, dann sind das Zustände, mit denen sich die Linke niemals abfinden wird. In vielen Pflegeheimen, in vielen Krankenhäusern arbeiten Menschen, die nach der Schicht zur nächsten Schicht gehen, weil sie von einem Job überhaupt nicht leben können. Es gibt in diesem Land viele Krankenschwestern und Altenpfleger, die Angst vor der Altersarmut haben, weil sie bis 67 arbeiten sollen. Jetzt soll mir mal jemand erklären, wie ein Altenpfleger oder auch ein Dachdecker oder eine Erzieherin, wie die bis 67 arbeiten sollen. Die Rente ab 67 ist gerade für diese Menschen nichts anderes als eine Rentenkürzung und deshalb muss sie zurückgenommen werden, wenn man Altersarmut bekämpfen will. Dabei muss man ja sagen, kann man mit Pflege ja durchaus richtig viel Geld verdienen, vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft. Wenn man ein privater Konzern ist, dann kann man damit hohe Gewinne machen.
Und wir stehen dafür ein, dass es eine bessere Bezahlung geben muss für die Pflegeberufe, für die sozialen Berufe. Und wir brauchen Personalmindeststandards, um der Überlastung in diesen Berufen entgegenzuwirken. Und ich finde, dafür sollten sich die Parteien, die immer von der inneren Sicherheit und von den Sicherheitsbedürfnissen von Menschen reden, sollten sich mal dafür einsetzen. Weil wenn man Notaufnahmen schließt, wenn Krankenhauskeime sich wegen Hygienemängeln verbreiten und wenn Personal in den Krankenhäusern fehlt, dann, liebe Freundinnen und Freunde, ist das wirklich eine Gefahr für die Sicherheit in diesem Land und der sollte man sich mal annehmen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Hessen immer weiter auseinander. Und wenn ein Pförtner in einem der Frankfurter Bankentürme 300 Jahre lang arbeiten müsste, um auf ein Jahresgehalt des Vorstandsvorsitzenden zu kommen, dann hat das mit Leistung und leistungsgerechter Bezahlung überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. In Kassel bei einer Diskussion zum Thema Bildungspolitik. Und da wurde eine Karte gezeigt, die den Anteil der Schülerinnen und Schüler in Kassel zeigte, die nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gehen. Und das war nach den Stadtteilen unterteilt. Und in den reicheren Stadtteilen, im Kasseler Westen, sind das bis zu 74%. In den ärmeren Kasseler östlichen Stadtteilen sind das zum Teil nur 11%. 74-11. Das hat mit unterschiedlichen Fähigkeiten mal gerade gar nichts zu tun, sondern das zeigt, wie sozial selektiv dieses Schulsystem ist. Was ist das für eine Gesellschaft, in der der Geldbeutel der Eltern oder die Herkunft über die Bildung eines Kindes entscheidet? Dieses mehrgliedrige Schulsystem, das verstärkt die unterschiedlichen Startchancen noch, statt sie zu kompensieren. Und deshalb muss dieses mehrgliedrige Schulsystem endlich überwunden werden. Wir haben ein Schulsystem aus der Kaiserzeit, das Kindern die Möglichkeiten gibt. In vielen Stadtteilen erkennt man Schulen daran, dass sie das marodeste Gebäude des Stadtteils sind. Draußen bröckelt der Putz. Drinnen fehlen die Lehrer. Und das ist Ergebnis dieser Bildungspolitik. Und wenn wir über Lehrermangel reden, müssen wir auch darüber reden, wie das Land Hessen mit seinen Lehrern umgeht. Gerade letzte Woche habe ich mit einem der vielen jungen Lehrer gesprochen, der sich in den Schulsommerferien arbeitslos melden muss, damit das Land Geld spart. Und es gibt immer mehr Befristungen bei den Lehrerinnen und Lehrern. Es gibt immer mehr Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich gar keine Qualifikation haben, sondern irgendwie als Seiteneinsteiger an die Schulen kommen. Und wir sagen auch, es ist nicht hinnehmbar, dass das Land Hessen den Grundschullehrerinnen und Lehrern immer noch die gleiche Bezahlung verwehrt. Die machen eine wichtige Arbeit an den Grundschulen, deswegen müssen sie auch gleich bezahlt werden, endlich. Von der Kita bis zur Uni, in gut ausgestatteten Schulen. Wir wollen endlich die Inklusion umsetzen und zwar nicht zum Spartarif, sondern mit den entsprechenden Ressourcen, weil Bildung ein Menschenrecht ist und deswegen für alle da sein muss. Liebe Freundinnen und Freunde, während in Frankfurt immer mehr Bürotürme und Luxusapartments entstehen, finden viele Menschen in dieser Stadt keine bezahlbare Wohnung. Und immer mehr Menschen haben Probleme, ihre Mieten zu bezahlen. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in Hessen seit den 90er Jahren halbiert. Und unter einer grünen Wohnungsbauministerin ist in den letzten 5 Jahren jede vierte Sozialwohnung weggefallen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist grüne Wohnungspolitik. Den Menschen, die heute keine bezahlbare Wohnung finden, denen hilft das Baukindergeld gerade mal gar nichts. Weil das ist ja nach dem Motto: Du kannst deine Miete nicht bezahlen, dann kauf dir doch ein Haus. Wie zynisch ist das denn? Applaus
Wir brauchen mehr öffentlichen Wohnungsbau, wir brauchen wieder mehr Sozialwohnungen. Aber was macht das Land stattdessen? Der ehemalige Unicampus in Frankfurt, das war öffentliches Eigentum. Was wird da jetzt gebaut? Da, wo früher der Uniturm stand, da wird jetzt ein großer Wohnturm gebaut mit einem Vier-Sterne-Hotel, haben wir auch noch nicht genug in Frankfurt. Und da entstehen Eigentumswohnungen und Mietwohnungen von einem Quadratmeterpreis von bis zu 32 Euro. Also falls der eine oder andere Interesse haben sollte, vielleicht sind noch welche zu haben. Dafür bekommen Sie dann aber auch einen Concierge-Service, eine Winebank und einen Hundewaschplatz, damit die Hunde das teure Apartment auch nicht verschmutzen nach dem Spaziergang. Das ist Frankfurter Wohnungspolitik. Es wird gebaut für die Menschen, die sich sowieso alles leisten können. Aber die Menschen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, finden keinen. Und das muss sich ändern in dieser Stadt, liebe Freundinnen und Freunde. Sozialghettos, wie er dann immer abwertend über sozialen Wohnungsbau gesprochen wird. Nein, 49% der Frankfurter in Frankfurt haben ihrem Einkommen nach Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und 68% der Frankfurterinnen und Frankfurter haben Anspruch auf öffentlich geförderten Wohnraum. Und deshalb unterstützen wir auch den Mietentscheid, um endlich die städtische Wohnungsbaugesellschaft zu zwingen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und ihrer Aufgabe nachzukommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass das passiert. Und deshalb auch die herzliche Einladung an alle, die noch nicht unterschrieben haben. Draußen kann man unterschreiben für den Mietentscheid, dafür, dass die ABG endlich ihrer Aufgabe nachkommt. Die, wo die ABG eine teure Wohnung baut, können zwei günstige nicht entstehen. Die ABG hat die Aufgabe, die Menschen mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Und der muss sie nachkommen. Und wenn sie es nicht freiwillig macht, dann brauchen wir das Bürgerbegehren, um sie dazu zu zwingen, liebe Freundinnen und Freunde. Gebäude grundlos leer stehen lassen, naja, eigentlich nicht grundlos, sondern oft aus Spekulationsgründen, und da überhaupt kein Problem bekommen, müssen Hartz-IV-Bezieher zwangsumziehen, weil ihre Wohnung 5 Quadratmeter zu groß ist. Das sind die Zustände. Und in Städten wie Frankfurt zeigt sich doch, was passiert, wenn man die Versorgung mit Wohnraum dem Markt überlässt. Und wenn man an den Zuständen was ändern will, ja, dann muss man die Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt ändern. Und dann muss man dafür sorgen. Wenn ein Konzern wie Vonovia heute viertgrößter Vermieter in Frankfurt ist, ja, wer sind die denn? Vonovia macht jährlich 1 Milliarde Euro Gewinn. Die stammt unter anderem auch aus den Taschen der Mieterinnen und Mieter. Und das ist inakzeptabel, weil Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen und kein Renditeobjekt, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Es geht aber auch um die Demokratie. Weil solche Einkommens- und Vermögensunterschiede demokratiegefährdend sind. Und die Frage ist, ob im Interesse von Konzernen und Superreichen Politik gemacht wird oder im Interesse der Mehrheit der Menschen. Und wir wollen, dass nicht die Interessen der Automobilkonzerne im Vordergrund stehen, sondern die Gesundheit der Menschen und der Klimaschutz. Das muss im Vordergrund stehen. Durchsetzt. Wir wollen einen Kohleausstieg. Und deshalb sind wir solidarisch mit den Leuten im Hambacher Forst. Wir sind solidarisch mit den Menschen, die im Hambacher Forst für Klimaschutz kämpfen und für den Erhalt des Forstes kämpfen. Und ich sage auch, ich wäre froh, wenn so viele Polizisten, die jetzt im Hambacher Forst sind, in Chemnitz gewesen wären und die Hetzjagden verhindert hätten. Und zwar 8 Stunden, und zwar ohne Ausnahmen. Und wir wollen Flugbewegungen reduzieren, weil die Gesundheit der Menschen wichtiger ist als die Gewinne von Fraport. Die müssen im Vordergrund stehen. Ja, wir wollen
Mehr für die Mehrheit. Und wir lassen nicht zu, dass Menschen aufgrund von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder sonstiger Merkmale gegeneinander ausgespielt werden. Die Grenze verläuft zwischen oben und unten und wir lassen uns nicht spalten. Wir müssen diesem Rechtsruck entgegentreten. Ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, wenn jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass im hessischen Wahl-O-Mat im Jahr 2018 eine ernst gemeinte Ja-Nein-Frage ist, ob die Erinnerungskultur an die NS-Zeit aufrechterhalten werden sollte. Ich glaube, das hätte niemand gedacht. Aber das zeigt, wie dramatisch die Rechtsverschiebung im politischen Diskurs ist. Und nun ist es so, dass wir können nicht über Rechtsaußen, über Neonazis und die AfD reden, ohne nicht auch über deren Stichwortgeber aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu reden. Über all die Scheuers und Seehofers und Söders, die das gesellschaftliche Klima zerstören. Wenn sich ein Bundesinnenminister Seehofer hinstellt und sagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme, dann beleidigt er jeden dritten Menschen, der in Hessen lebt. Und er beleidigt den Intellekt von noch viel mehr Menschen durch diese Äußerung, die vollkommen schwachsinnig ist. Der AfD gräbt man auch nicht das Wasser ab, in der man ihre Parolen übernimmt oder in der man ihre Forderungen zur Regierungspolitik macht und das Asylrecht weiter verschärft. Nein, wenn man das tut, dann stärkt man diese Partei doch noch. Man muss Rassismus die Stirn bieten und nicht den Forderungen nachgeben. Und deshalb stehen wir an der Seite der 8000 Menschen, die letzte Woche unter dem Motto "Sei kein Horst" Seebrücke statt Seehofer in Frankfurt demonstriert haben. Menschen, die sich überall an vielen kleinen Orten den Rechten und der AfD in den Weg stellen. Wir stehen auf Seiten der Offenbacher Schülerinnen und Schüler, die 50.000 Unterschriften gesammelt haben dafür, dass ihre afghanischen Mitschüler in Deutschland bleiben dürfen und nicht nach Afghanistan abgeschoben werden. Und wir stehen auf der Seite der Seenotretter, weil das Mittelmeer kein Massengrab sein darf und weil es unerträglich ist, dass die Europäische Union Seenotretter kriminalisiert und anklagt vor Gerichten, weil sie Menschen vor dem Ertrinken retten. Diesen Menschen gilt unser Dank, unser Respekt und vor allem unsere Solidarität. Liebe Freundinnen und Freunde, die Linke ist in diesem Jahr seit 10 Jahren im Hessischen Landtag. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass wir in den 10 Jahren auch aus der Opposition heraus einiges erreicht haben. Ich will nur erinnern an die Abschaffung der Studiengebühren, die ohne die Stimmen der Linken nicht möglich gewesen wären. Die aber auch vor allem nicht möglich gewesen wären ohne eine breite Studierendenbewegung. Die Linke war die erste Fraktion, die einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Kita-Gebühren in den Landtag eingebracht hat. Damals haben alle gesagt, seid ihr irre, das kann doch kein Mensch bezahlen. Jetzt geht's doch. Nicht ganz so weit, wie wir wollten, aber immerhin in die Richtung. Das zeigt, was in diesem Land realistisch ist und was nicht, ist immer eine Frage der politischen Prioritäten und des politischen Willens. Und auf Druck der Linken ist ein NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt worden, um die Arbeit der Behörden im NSU-Komplex und auch die Rolle der Politik im NSU-Komplex zu untersuchen. Und ich glaube, viele Fragen wären nicht gestellt worden, wenn die Linke nicht im Landtag gewesen wäre. Und diese Arbeit hat eines gezeigt: Der Verfassungsschutz, der sogenannte, der hat keine Sicherheitslücke im Kampf gegen rechts. Er ist eine Sicherheitslücke und deswegen muss er aufgelöst werden.
Es sind noch 30 Tage bis zur Wahl und natürlich bitte ich euch und Sie um eure Stimme für die Linke am 28. Oktober, weil wir im Landtag eine laute Stimme für soziale Gerechtigkeit brauchen. Klar ist aber auch, ohne gesellschaftlichen Druck wird sich grundlegend nichts ändern in diesem Land. Ohne die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften gäbe es keinen 8-Stunden-Tag. Ohne die Frauenbewegung würden wir dieses Jahr nicht 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Ohne die Anti-AKW-Bewegung wäre in diesem Land kein Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Das zeigt, wenn man kämpft, dann kann man Dinge erkämpfen, die als vollkommen unrealistisch und nicht durchsetzbar erschienen sind. Und deshalb, die großen Errungenschaften in der Menschheitsgeschichte sind immer erkämpft worden von Menschen, die dafür Druck gemacht haben, gestreikt haben, auf die Straße gegangen sind. Und deshalb ist es gut, am 28.10. zur Wahl zu gehen und zu wählen. Aber es ist auch wichtig, dass wir zivilgesellschaftliche Mobilisierung wieder hinkriegen, um das Klima in diesem Land nach links zu verschieben und um die Stimmung zu schaffen für mehr soziale Gerechtigkeit, liebe Freunde und Freunde. Und ein letztes. Die CDU regiert in diesem Land, in Hessen, seit fast 20 Jahren. Und in den letzten Tagen wurde ich immer wieder gefragt, gerade weil die Umfragen ja so ein bisschen anders aussehen als noch vor 5 Wochen, was denn die Linke macht, wenn es nach der Wahl wieder eine rot-rot-grüne Mehrheit gäbe. Ich bin ja ehrlich gesagt der Meinung, dass die Linke 2008 und 2013 bewiesen hat, was sie dann macht. Nämlich, auf die Inhalte kommt es an und ein Politikwechsel wird nicht an uns scheitern. Das haben wir 2008 deutlich gemacht und 2013. Wir kämpfen für konkrete Verbesserungen und deswegen sind wir natürlich auch bereit, Gespräche zu führen. Aber am Ende entscheiden das die Inhalte, ob es eine Zusammenarbeit gibt oder nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Doch diese Frage den Grünen stellen, weil die Grünen müssen sich doch entscheiden, ob sie nach dem 28.10. weiter Mehrheitsbeschaffer für diese rechte Hessen-CDU sein wollen oder ob sie fortschrittliche Politik machen wollen. Die Grünen müssen doch diese Frage beantworten, liebe Freundinnen und Freunde. Die Grünen haben am 18. Januar 2013 Volker Bouffier zum Rücktritt als Ministerpräsidenten aufgefordert. Am 18. Januar 2014 haben sie ihn zum Ministerpräsidenten gewählt. Und die Grünen haben weite Teile ihres Wahlprogramms in die Tonne geklopft für diese Regierung mit der CDU. Und deswegen sind die Grünen gefragt, ob sie weiter Steigbügelhalter dieser Hessen-CDU sein wollen oder ob sie bereit sind, eine andere Politik zu machen. Liebe Freundinnen und Freunde, Hessen ist ein Land, von dem immer wieder fortschrittliche Veränderungen und Bewegungen ausgegangen sind. Vor 50 Jahren die 68er-Bewegung an den Unis in Frankfurt, in Marburg und darüber hinaus. Die Frankfurter Schule in Marburg, Wolfgang Abendroth, die Startbahn-West-Bewegung. Auch das sind Traditionslinien der Linken heute. Und deshalb, wir wollen die Linke stark machen. Wir kämpfen um jede Stimme. Bei der Linken kann man aber auch mitmachen. Wir haben auch in Frankfurt noch Plätze frei. Auch hier gilt, es gibt keine Obergrenze. Und dazu lade ich euch ein. Macht mit bei der Linken. Gebt uns eure Stimme am 28.10. Lasst uns der Hetze von rechts einen Pol der Hoffnung von links entgegensetzen und die Stimmung in diesem Land verändern. Vielen Dank.